Placebos sind vereinfacht gesagt Scheinprodukte. Und sie werden verabreicht, um eine bestimmte körperliche oder psychische Reaktion zu erzielen, ohne dass diese auf die enthaltenen Wirkstoffe zurückzuführen sind. Und genau diesen Effekt hat sich unser heutiger Gast genau angeschaut und eine Entscheidung getroffen. Und zwar, diese noch viel umfangreicher zu nutzen. Und wie das geht, darüber sprechen wir jetzt. Placebo. Aktiviere jetzt den Code für Glück, Erfolg und Gesundheit. Hier bei Welt im Wandel TV. Herzlich willkommen, Julia Gößler. Hallo Peggy. Ich habe jetzt drei Anläufe gebraucht, auch wenn unsere Zuschauer nur einen gesehen haben. Ich hatte gerade das Gefühl, ich bin so in einer Energie des Platzens. Ja. Cool. Und das ist ja so witzig, weil wir gerade jetzt Placebo haben. Und das ist ja eigentlich passierte ja gar nichts. Und du schon so irgendwie so, oh doch, irgendwas mache ich gerade. Und diese Energie des Platzens, ich meine, was kann man da jetzt alles erschaffen? Ich glaube, heute wird gut. Ja, ich gestehe, ich habe jedes Mal, wenn ich dich sehe, das Problem, dass ich nicht weiß, was du wirklich tust in der Benennung. Und jedes Mal, oh, Mentalcoach, Aura, Chirurgin, Leserin, für mich bist du Julia und Speakerin. Ja. Du bist eine Aktiviererin, du bist die, die den Heilcode den Menschen nahebringt, der eigentlich in den Menschen selbst liegt. Genau. Also eigentlich bin ich sage immer so Pionierin. Weil ich habe angefangen mit bestimmten Heilmethoden, dann habe ich gemerkt, hey, das reicht nicht, es gibt noch was mehr. Und dann bin ich da wieder gegangen und ich gehe eigentlich immer weiter und bin so die Pionierin und öffne das, damit das, was ich dann erlebe, ich an die Menschen weitergeben kann. Damit so der normale Mensch das auch irgendwann kann. Was ist denn für dich normal? Das ist eine schwierige Frage. Normal ist so das, ich glaube, das, was man so erlebt. Was ist normal? Menschen, wenn man sich so umguckt, so hey, was erlebe ich da eigentlich? Und das ist eigentlich das Normale. Aber für mich ist immer so, was gibt's da noch außer normal, außer was vielleicht Mainstream ist, was alle sagen, was gibt's da noch, was entdeckt werden will? Und das macht ja eine Pionierin. Und das macht mir Spaß. Das ist auch so, da kriege ich Energie. Und das, ich bin so eine Vorreiterin. Und dann dürfen die anderen das quasi auskosten. Und das ist schön. Wir haben heute das Thema Placebo. Du hast es mitgebracht wie so eine kleine Pille, die wir jetzt aufmachen dürfen. Magst du uns kurz erklären, wie es dazu kam, dass du dich mit diesem Thema beschäftigt hast? Ja, ich habe mich so ein bisschen natürlich auch immer beschäftigt, weil es gibt die Schulmedizin und ich finde es gut, dass es die gibt, weil manche denken so, oh, macht alternative Heilmethoden, die ist bestimmt dagegen. Und ich sage so, nee, das ist total toll, dass wir die haben. Aber manchmal haben wir Fälle, wo wir sagen, okay, die hat jetzt schon 10 Jahre die ganze Schulmedizin durch und es hat nichts gewirkt. Und dann kommen die alternativen Heilmethoden und plötzlich geht's voran. Und da denke ich so, aber wie cool ist das denn? Da gibt's was, was man manchmal auch wirklich nicht erklären kann, wie ein Placebo. Und damit kann man auch alles, was in der Schulmedizin ist, noch besser nutzen. Und das ist eigentlich so ein bisschen, was ich möchte, dass diese zwei sich immer mehr verflechten, weil dann kannst du die Schulmedizin besser nutzen und mal ganz oft aber auch einfach durch den Placebo, und das ist für mich eigentlich nur Wirken ohne die Chemie, das nutzen, weil es gibt ganz viele Wege, auch gesund zu werden, ja, außerhalb der Schulmedizin. Und das miteinander zu verflechten, das ist super spannend. Und deshalb finde ich das auch so interessant und gehe da immer weiter. Wenn wir mal von dieser Ebene des Placebos im medizinischen Bereich mal uns ein bisschen entfernen, wenn wir es übertragen in deine Arbeit, ist es schon so ein Stück weit, dass wir etwas nutzen, wo wir meinen oder wo wir drüber nachdenken und glauben, das und das wird es bringen? Nee, Moment. Also ein Placebo ist ja das. Moment. Placebo ist doch das, was nicht ist, wie es scheint. Und wir nutzen etwas wie so einen kleinen Trick, um uns selbst zu umgehen, um etwas zu erzielen, was wir auf einem anderen Weg nicht geschafft haben. Ja, ich mache es mal noch viel einfacher. Ich glaube, es gibt ganz viele Placebo-Versionen. Und ich sage immer, Placebo ist Wirken ohne Chemie. Also Wirken ohne Medikamente.
mit Gedankenkraft, mit Energetischem. Und das ist einfach ein ganz großes Feld. Und dieser Placebo ist ja auch so ein bisschen, hey, ich gebe jemandem Medikament, da ist nichts drin und der wird gesund. Das lohnt sich doch, da viel mehr reinzugehen, weil er hat das gerade ohne die Medikamente geschafft, während andere Medikamente brauchen. Die Frage ist doch, was hat ihn oder sie gesund gemacht? Genau. Und das ist, man kann es wahrscheinlich gar nicht am Ende wirklich sagen, aber es ist sicher der Glaube, die Gedanken und dass der oder die einfach einen Weg gefunden hat, die Selbstheilungskräfte, die im Körper sind, das macht ja, das zeigt ja dieser Placebo, du hast die Selbstheilungskräfte und du aktivierst sie irgendwie, weißt bloß gerade nicht wie, aber sie sind da. Und ich finde, das ist ein Feld, wenn das noch viel mehr Leute können, diese Selbstheilungskräfte zu aktivieren, dann sind ja so viel mehr Möglichkeiten da. Und das ist eigentlich meine Arbeit. Wie kann ich Selbstheilungskräfte aktivieren, ohne dass ich Medikamente schlucken muss? Und das gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Hast du eine davon schon mal parat, so, die du raushaust und du sagst, ja, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie es funktioniert? Ja, das würde ich super gern heute machen. Habe ich extra mitgebracht. Und zwar kann jeder Zuschauer mitmachen. Jeder kann sich jetzt einmal so eine körperliche Befindlichkeit vorstellen, wo man sagt, so, oh, ist gerade nicht so gut. Na, jeder Zuschauer hat das bestimmt. Und einfach mal kurz auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten. 1, oh, ist nicht so schlimm, 10 ist so, oh, geht gar nicht. Einfach für sich gerade, dass man so einen Referenzpunkt hat. Und jetzt wird es spannend, weil das Körperliche hat ja auch ganz viel mit Beziehung zu tun. Und ich will jetzt mal jeden ermutigen, an eine Person zu denken, wo der Zuschauer sagt, die Zuschauerin, die tut mir nicht gut. Die tut mir komplett nicht gut. Das kann jeder sein. Mein Mann, meine Frau. Ja, das kann jetzt der Partner sein, das können die Kinder sein, die Eltern, der Chef, die Kollegin. Also wirklich, da ist man jetzt ganz frei. Und ich möchte, dass jeder, können die Zuschauer alle mitmachen. Wir machen die Füße auf den Boden, denken an die Person. Und wahrscheinlich merkt jetzt auch schon jeder so, oh, das drückt alles. Und ich möchte, dass sich jeder mal vorstellt, unter den Fußsohlen gehen jetzt so Falltüren auf und all das fließt raus. All das, dieses Negative, alles, was man erlebt hat, Vergangenheit, zack. So, und jetzt darf sich jeder vorstellen, diese Person, die gerade noch so negativ behaftet war, die lobt dich jetzt. Die lobt dich, die erzählt, wie wundervoll du bist, wie grandios du bist. Die erzählt jetzt anderen, wie grandios du bist, wie wundervoll du bist. Alles. Und die lobt dich überall. Diese Person geht nur noch rum und sagt jedem, wie wundervoll du bist. Und das kann sich jeder mal vorstellen. Und ich glaube, jeder spürt, wie gerade so ein bisschen Energie aufgeht, wie so ein bisschen Freude. Und plötzlich dreht sich was im Körper. Da geht jetzt die Energiebahn an. Und wenn man sich jetzt einmal schüttelt und jetzt an das körperliche Symptom denkt und jetzt nochmal die Skala 1 bis 10 macht. Und dann bin ich ganz gespannt, also die Zuschauer dürfen gerne drunter schreiben unter das Video, was sich da geändert hat. Und das ist nur ein Beispiel. Es gibt ja über 50 solcher Beispiele, wie man jetzt diese Energien aktiviert. Und das war jetzt ein Beispiel, um das mal zu erleben. Hey, ich mache was mit meinen Gedanken. Und im Körper, in der Gefühlswelt ändert sich was. Und dann kann Selbstheilung passieren. Und das ist so einfach. Inwieweit ist denn das ganze Leben Selbstheilung? Ich meine, wir glauben zu brauchen ein Auto. Also wir haben so viele Produkte, die wir gekauft haben. Die haben wir ja nicht gekauft, weil wir nur denken, oh, das ist jetzt Spaß. In irgendeiner Form heilen wir uns damit ja auch, ja. Dass vieles erkannt wird später, das weiß ja jeder. Ne? Man hat ein Ziel und wenn man es erreicht, ist diese Freude irgendwie weg. Also man hatte auf dem Weg dahin mehr Spaß und dann entpuppt sich das so ein bisschen wie so eine Illusionsblase. Ja. Im Grunde ist es doch auf verschiedenen Ebenen so. Na klar. Also es gehört ja auch immer alles zusammen. Wir denken, wenn wir krank sind, der Körper tut weh, alles. Ich muss jetzt zum Arzt, ich muss nur körperlich gucken. Mhm. Aber wenn wir dann mal auf unsere Beziehung schauen und wenn wir da eigentlich so ein bisschen verändern, dann ändert sich's im Körper. Genau das Gleiche mit Produkten, mit allem, was wir kaufen. Das ist wirklich so, ne? Ich gehe los und denke so, oh, das brauche ich. Ja, genau. Und dann habe ich es und denke so, oh. Und wenn wir aber dahin gehen, so diesen Prozess, dieses Spiel,
Ja, es kann ja auch ein Spiel sein. Okay, ich möchte dieses Produkt. Irgendwann habe ich es. Und dann hast du das. Und diesen Weg, wenn wir es schaffen, diesen Weg zu genießen, dann kommt auch die ganze Freude. Und mit Freude heilt man immer. Deshalb sage ich ja auch immer, Heilung darf Spaß machen, muss sogar Spaß machen, weil dann geht es viel schneller. Inwieweit tricksen wir uns da auch ein bisschen aus? Also wir sind dann zwar gesund oder wir kommen in eine bessere Energie oder sind dann glücklicher, aber es gibt ja, wie viele andere eben sagen, auch Themen, die tiefer sitzen und die eventuell immer und immer wieder kommen, die uns nicht bewusst sind. Und dass wir schon an die Wurzel eines Themas müssen, aber wenn wir jetzt mit so einem Placebo-Effekt arbeiten, dass wir da eventuell uns ein bisschen verarschen auf Deutsch, um dann irgendwann wieder in dieser Suppe zu lachen, weil es an der Stelle... Coole Frage. Das ist so eine coole Frage und ich wette, die Hälfte der Zuschauer hat das auch. Und ich sage immer, es gehören beide Teile dazu. Es gibt einmal diesen Placebo, dieses Aktivieren, damit man überhaupt mal so in diese Freude, in das Heilen kommt alles. Und dann gibt es die Themen, wo du genau richtig sagst, hey, die liegen ganz tief. Und was mache ich jetzt mit denen? Und das ist halt im magischen Heilcode so cool. Du hast das Kreierende, ich erschaffe, ich mache die Freude. Und dann hast du auch, ich sage immer, Müllabfuhr im Körper, weil du hast alte Traumata im Körper gespeichert, alte Emotionen, wo man sich erschreckt hat. Das sitzt alles im Körper und das triggert quasi in der jetzigen Welt, dass wenn jemand mich anschreit, ich denke so, was ist denn da los? Obwohl ich eigentlich denken könnte, oh, der ist laut, ja, dem höre ich mal zu. Aber ich habe so viele Trigger im Körper und das machen wir dann im Heilcode. Du kannst diese Blockaden austesten und rausholen aus dem Körper. Und stell dir mal vor, du hättest so diese ganzen Kindheit-Traumata nicht mehr. Dann triggert dich das in der jetzigen Welt auch nicht mehr. Und viele glauben, wir müssen jetzt so 3-4 Jahre wirklich graben und was ist es? Und tatsächlich ist es viel einfacher, weil du diese Blockaden austesten kannst und dann rausholen kannst. Und das ist richtig cool. Das macht es ja so einfach und so freudig. Da musst du nicht jahrelang in der Vergangenheit wühlen. Dann ist Placebo im Grunde so eine Art kleine Brücke erstmal, um überhaupt erstmal diesen Sprung zu schaffen, um auf einer bestimmten Energieebene zu sein. Und alles andere kommt dann erst danach. Weil sonst schaffst du es ja nicht da rein. Na, oder auch davor. Tatsächlich kannst du auch sagen, weißt du was, ich weiß, das ist halt im Körper, das behindert mich. Dann kannst du auch anfangen damit und sagen, okay, ich gucke jetzt erstmal, was ist eigentlich in meinem Körper, was mich hindert, dass ich wirklich überhaupt mal körperlich, ich sag mal, wirklich in Wallung komme. Weil darum geht's ja. Um zu heilen, musst du so ein bisschen in Wallung kommen. Und manche waren da schon ganz lang nicht. Und dann kannst du auch sagen, ich mache erst die Müllabfuhr, pack die Sachen aus meinem Körper raus, aus meinem Energiefeld und mach dann den Placebo. Weil ich sage, ja, das Ziel ist ja nicht, irgendwann nur gesund zu sein, sondern, und das sehe ich so viel mit den Leuten, mit denen ich arbeite, die werden erstmal gesund, aber dann sagen die sich, ehrlich, ich bin gesund geworden. Was ist jetzt noch alles möglich? Und dann kommt immer mehr Placebo, quasi diese Aktivierung zum Ausdruck und die Müllabfuhr brauchst du irgendwann gar nicht mehr. Inwieweit können wir uns auch Gesundheit einreden? Das geht, ja. Und wir sind nicht gesund. Also, also das ist ja auch so eine Sache. Ja. Aber ich sage immer, wir haben ja immer zwei Seiten. Die Angstseite, so, oh, wie geht's? Und dann dieses, oh, es könnte ja sein. Mhm. Und wer gewinnt am Ende? Den du fütterst. Und wenn du in diesem Angstfeld bleibst, ja, wo soll die Gesundheit herkommen? Ne? Das ist ja das. Wenn du aber in dieses Feld gehst von, ich stelle mir vor, ich bin gesund, ich gehe den Weg, ich kriege ja ganz neue Ideen, je mehr ich dieses Feld nähere von, hey, ich kann da rauskommen, da kommen ja immer neue Ideen. Ich kann plötzlich meinen Körper hören, der sagt, geh mal zu diesem bestimmten Arzt. Iss mal weniger das. Also du kommst ja immer mehr in Verbindung. Und ich sage immer, ich rede mir lieber ein, ich bin gesund und bin es nicht. Und alles geht quasi in die Richtung, als dass ich sage, naja, ob das funktioniert, weiß ich auch nicht. Also hier kann die Gesundheit nicht kommen, sondern genau auf der anderen Seite. Und ich sage immer, je mehr du dir einredest, du wirst gesund, wird der Körper deinen folgen. Also ich hatte gerade so ein inneres Bild von dir. Hm. Darf ich sagen? Ja. Ich bin jetzt mal spontan, weil du lädst mich dazu ein. Du kommst mir vor wie so ein Pantomime-Künstler mit Kindern. Mhm. Und du erklärst das so, aber du bist wirklich Teil eines Zirkus.
Und dadurch, dass du die Augen und deine ganze Mimik und das, wie du es erzählst, ist man so abgeholt in einer Faszination. Guck dahin, guck dahin. Und dann wandern wir so in so von einem Auftritt zum anderen, sind von der Magie des Ortes, des Raumes, ja, total angehoben und fasziniert. Und ist die Show vorbei, wollen wir beim Zirkus arbeiten. Ja, genau. Also so fühlt sich das für mich an. Das ist ein richtig cooles Bild und ich glaube, das beschreibt auch was, wenn die Menschen zu mir kommen, was sie so sagen. Ich mache ja so auch so kurze Kurse, 3 Wochen, und die sagen: Julia, ich war noch nie so energetisiert. Ich habe jetzt Lust da drauf, weil die erleben das, ne? Ich erzähle dann nicht nur, sondern die erleben das bei sich, und das ist genau das, was sie sagen. So, ich will jetzt in diesen Zirkus, ich will da mitarbeiten, weil ich das 3 Wochen erlebt habe. Ja. Muss es 3 Wochen dauern, oder ginge das auch schneller, wenn du jetzt so 3 Wochen so einen Kurs hast? Für mich kommt so die Frage hoch, inwieweit ist das wie eine Droge, ja, eine gewisse Zeit, und bin dann da so drauf und dann gehe ich wieder nach Hause in meinen Alltag und muss ja selbst auch diese Beispiele wiederfinden und ich muss selbst mich immer wieder in diesen Modus bringen, dass ich so rüberhüpfe, ja. Das ist doch gar nicht so leicht, oder? Ja, aber was wir ja machen in dem Kurs, ich bringe denen das quasi bei, wie sie das dann im Alltag machen. Weil diese 3 Wochen Kurse sind auch online. Das ist dann alle 2 Tage eine Stunde. Ah, Also okay. so, dass sie nicht quasi so Ja, volle Dröhnung und dann so, oh Gott, Entzug, ja. Ja. sondern immer wieder, und hey, so kannst du es im Alltag machen. Und das Verstehe. macht es halt so schön. Ja. So dosiert. Genau. Und dann kannst du auch immer umsetzen während der Zeit. Du hattest so ein schönes Beispiel für den Alltag. Mit den Armbändern war das eine, ne? Oder mit der Krone. Also da musste ich schon, Genau. bin ich wirklich, da bin ich wirklich durch den Wald und habe mir das vorgestellt. Das ist cool. Ja, magst du unseren Zuschauern mal erzählen, wie sie sich zum Beispiel jetzt einfach mal besser fühlen am Tag, wenn sie müde sind, sich so ein bisschen down fühlen und so, wie sie sich augenblicklich anheben können? Also das ist genau das, was wir vorhin zum Beispiel gerade gemacht haben. Hinstellen, Falltür vorstellen, alles raus. Und dann stelle ich mir vor, wie alle möglichen Menschen mich die ganze Zeit loben. Weil das ist, wir wollen so viel Anerkennung, die wir so oft nicht kriegen. Und wenn wir uns das vorstellen, denkt das Gehirn, das ist ja wirklich so. Das ist ja wirklich so. Und deshalb ist eigentlich der Trick, das sage ich immer allen Menschen, dir immer mehr vorzustellen, wie cool das ist. Und das ist natürlich nicht so einfach, wenn du gerade so denkst, oh, ich bin müde, alles. Aber du wirst sehen, wenn du das machst. Und ich sage immer, stell den Timer auf 5 Minuten. 5 Minuten kann jeder durchhalten. Aber stell den auf 5 Minuten und dann schau vorher, ich sage immer Skala 1 bis 10, vorher schauen und dann hinterher. Und du wirst jedes Mal merken, nach diesen 5 Minuten, wenn du es dir nur vorgestellt hast, hat sich was verändert. Es geht gar nicht anders. Und es ist eigentlich nur der Trick, das immer wieder zu machen. Die meisten werden faul irgendwann und sagen, ah, hatte ich ja schon. Aber wenn du das immer wieder machst, und das Einfachste ist, stell dir vor, wie andere dich hochheben, dich loben, und dann verändert sich alles. So einfach. Warum brauchen wir diese Skala immer, um abzugleichen? Ist das für den Verstand noch wichtig als Orientierung? Weil wir Ja. sonst, wir brauchen Vergleiche, um zu wissen, wo wir stehen. Ja. Weil ich nehme mal so ein Beispiel, auch Gemütszustand, das haben jetzt die Leute wahrscheinlich auch gemerkt. Wenn du keine Skala hast oder auch bei Rückenschmerzen, wenn du keine Skala vorher hast, dann gehst du hinterher raus und denkst so, ja, ist ja immer noch da. Du denkst quasi, ist ja noch nicht perfekt, nee, hat nicht gewirkt. Wenn du aber sagst, ey, vorher war die Schmerzen, das war echt eine 8. Und hinterher gehst du, denkst und plötzlich, das ist eine 6. Dann hast du immer noch die Schmerzen, aber du merkst, wow, es hat sich was verändert. Und auch das macht wieder dieses, oh, es hat sich was verändert, dann kann da noch mehr kommen. Und schon geht der Körper wieder in Selbstheilung. Deshalb sage ich immer die Skala, nimm die. Weil sonst merkst du die Veränderung nicht. Weil die manchmal auch klein ist. Aber selbst die kleine Veränderung ist ja cool. Also, du kommst mir so vor, als würdest du das so wie in so einem kleinen Werkzeugkasten alles suchen, so Perlenkettchen für die Tochter oder eine kleine Krone und setzt dich ins Kinderzimmer und hast wahrscheinlich mit deinen Kindern denen das, du erklärst denen das auch so, ne? Und das ist dein Werkzeugkoffer im Grunde für die kleinen Kinder in den erwachsenen Menschen, die keinen Zugang mehr haben zu ihrem eigentlichen Sein. Du hast es schöner ausgedrückt, als ich es je hätte können. Bitte aufschreiben beim Können, Weltenwanderkongress genau. auf der Bühne. Becky hat gesagt. Das ist wirklich, also das ist wirklich genau so. Eigentlich für die, ne, jeder sagt ja innere Kindarbeit, du musst dein Kind finden, aber eigentlich ist es dieser Zauberkasten, Ja. damit das Kind kommen kann
Und wir wieder mit dieser Freude von... Ja, also diese Bildsprache, ja, Glitzerfunkel, genau. Feenstab, ja, all das bist du. Ja, und viele sagen am Anfang, oh nee, das ist mir echt zu crazy viel alles. Mhm. Und wenn sie sich dann aber mal erlauben, wir machen das ja auch immer so, so jeder kann mal eine Krone kaufen, manche so, nein, Krone, nee, Zauberstimmen, nee. Und dann machen die das, die freuen sich einen Keks. Und Freude bringt Heilung, das ist einfach. Gemüt, mit dem Gemüt, mit dem Körper. Und am Ende sitzen wir alle in diesen Zooms, auch manchmal in den Kursen, und wedeln mit Zauberstäben und haben Kronen auf. Und wir freuen uns über diese coole Gemeinschaft. Und das ist einfach ein Weg, um Leuten das wieder näher zu bringen. Und manchmal ist es über sowas und manchmal sind es ganz, wie gesagt, ganz normale Sachen, die man einfach umsetzt. Aber es braucht die Mischung. Meinst du die Krone, die sie sich vorstellen? Nee, die sie tatsächlich, also mittlerweile haben wir das auch, dass wir sagen, okay, jeder kauft sich eine Krone. Und das macht was mit einem, sage ich wirklich, wenn man sich eine Krone aufsetzt und man sitzt plötzlich mit so einer Krone. Und für die, wir haben tatsächlich, ja, und wir haben welche. Das ist nur ein Hut, wo es reinregnet. Ja, aber... Also ich sage ja auch, Heilung ist ja auch manchmal außerhalb der Komfortzone. Ja, ja. Du musst Sachen anders machen. Und wir haben so viele, die Schmerzen haben, die irgendwie... Ja. Und wir haben denen gesagt, kauf dir eine Krone, lauf 2 Wochen mit Krone rum. Glaub mir, da sagt keiner, oh ja, das ist aber einfach. Also du meinst die ganze Zeit? Ja, auf der Arbeit. Ja, zu Hause. Beim Schlafen brauchst du es nicht. Aber... Plötzlich ändert sich ganz viel, weil die eine neue Energie haben und die haben auch ganz neue Gespräche. Weil ich meine, was würdest du wem sagen, der jetzt mit Krone entgegenkommt? Und das aktiviert die Selbstheilungskräfte. Und dann ist die Krone quasi das Placebo. Du heilst ohne Chemie. Die müssen teilweise keine Tabletten mehr nehmen. Also ich habe es probiert. Du hast mir das ja empfohlen. Und ich bin wirklich spazieren gegangen und habe mir vorgestellt, wie laufe ich jetzt mit einer Krone auf dem Kopf spazieren? Ja. Und ich habe es nur wenige Stunden so gemacht und immer mal wieder dran gedacht. Ich bin augenblicklich aufrechter gewesen und ich dachte so, na, jetzt gucke ich mal, ob das Menschen merken. Ja? Ja. Also du hast aber eine differenziertere Haltung. Du bist irgendwie schon aufgerichtet, aber hast eine, ja, also wenn du das brauchst gerade für den Selbstwert, ist es passend. Es ist nicht für jeden gerade das Werkzeug. Ja. Genau. Und deshalb haben wir ja ungefähr, ich weiß gar nicht, vielleicht 57, 58 verschiedene. Und das Schöne ist, du kannst halt genau austesten, was ist jetzt das Richtige für deine Heilung. Das ist das Schöne. Nicht jeder muss mit einer Krone rumlaufen. Manchmal ist es auch wirklich ganz normal, Übung machen. Wie kam es bei dir persönlich dazu, dass du diese Vorstellungskraft besitzt? Hattest du die schon immer oder kam die aufgrund deiner Mutterschaft oder äußere Umstände irgendwann wieder zutage? Ich schätze, ich hatte die immer, aber ich hätte dir die letzten 40 Jahre gesagt, nee, kreativ bin ich nicht. Ich bin so ein Zahlenmensch, so ganz vom Kopf und alles. Und es war einfach weg. Also ich habe das wirklich erst mit dieser ganzen Heilarbeit wiederentdeckt, weil ich gesehen habe, durch diese Fantasie, durch die Kreativität, ist auch die Wahrnehmung, was ein anderer braucht, weil ich sehe das ja, ich kann das fühlen, was braucht der andere? Und dann wird es immer größer, wenn du das einmal so aufgemacht hast, diese Kiste, plötzlich so, oh wow, ich kann ja richtig viel mit dieser Vorstellungskraft machen. Und das passiert den meisten dann. Ja, du bringst so ein bisschen Magie zurück und dieses Spiel der Heilung, für dich ist Heilung wirklich ein Spiel. Weil letztendlich ist es das doch, oder? Kinder, die spielen, sind ja heil. Ja, und ich sage auch immer, das sagen auch ganz viele, wenn du krank bist und gesund werden willst, dann musst du quasi versuchen, dich 10-mal mehr zu freuen als ein Gesunder. Weil diese Freude, diese Magie, dieses Neue, das aktiviert die Selbstheilungskräfte. Und dann kann es sein, dass wenn vorher was nicht gewirkt hat in der Schulmedizin, weil du das hinzubringst mit noch anderen Tools, dass plötzlich das auch in der Schulmedizin noch viel mehr wirkt. Und das ist so cool. Aber du brauchst Freude zum Heilen. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, wie viele Menschen sehen wir, die halt wirklich nicht gut drauf sind und die ohne Freude auch nicht da rauskommen können. Freude ist wirklich dieser Schlüssel, damit man in die Heilung kommen kann. Was ist für dich Bewusstsein, wahres Bewusstsein? Stellst du immer so Rätselfragen? Na, ich muss doch auch das kreative Potenzial mal so ein bisschen herausfordern. Das ist gut, ja, das sind gut die Fragen. Was ist Bewusstsein? Also für mich ist das dieses,
ich packe alles zur Seite, was ich weiß, was ich kenne. Und es braucht Übung. Und dann gehe ich wirklich so in diese Frage, hey, was brauchst denn hier jetzt wirklich? Das ist für mich Bewusstsein, dass ich nicht mehr denke im Verstand, dass ich auch nicht von meinen Emotionen geleitet werde, sondern die alle wirklich komplett runterfahre und dann schaue, hey, was brauchst du denn eigentlich? Das ist für mich Bewusstsein. Und dann kriegst du alle Antworten. Und in diesen State immer wieder hinzukommen, das ist halt Trainingssache. Also mir kommt immer wieder das Gefühl, bei dir auch mitmachen. Mitmachen, miterleben. Bei dir geht es nicht über irgendwie diese Ebene. Bei dir hat es mit einem Erlebnis zu tun, was schon anfängt, wenn man dich anschaut. Du bist Glitter, du bist Funkel, du bist immer so bling, bling. Ja, genau. Ja. Das ist so eine ganz neue Form. Inwieweit, bitte entschuldige die Frage, aber die kommt mir, ich glaube, die ist wichtig. Inwieweit hast du es geschafft, Heilungswege, eine Abkürzung zu finden und zu sagen, die wahre Heilung ist eigentlich Comedy. Es ist die Karikatur des Lebens. Also du hast es irgendwie geschafft, von dieser spirituellen Kopfebene, der Ebene des Verstandes, das anzuheben, dass du Menschen zum Lachen bringst und ja, dass man sich über sich selbst lacht dadurch. Ja, weil das ist ja, das wissen wir doch, wenn wir uns gar nicht so ernst nehmen. Dann kriegen die Leute auch Zugang zu uns. Also ich sag mal, wenn ich jetzt hier eine wissenschaftliche Abhandlung machen würde, über Placebo-Effekt und wie das alles, würde ich mich schon wegschmeißen. Genau, dann sind alle schon, haben alle abgeschaltet. Also ich glaube, das ist so ein bisschen auch mein Talent, das so zu verpacken, dass Leute das zuhören können, also dass sie es hören können. Dann können sie es einmal erleben und dann sind sie halt eh überzeugt. Eine wissenschaftliche Abhandlung wird keinen zu mir bringen. Und ich möchte wirklich, dass sie in diese Freude kommen, weil das ist ja wie beim Sport. Würden wir alle einen Sport finden, der uns richtig Spaß macht, dann wären wir doch alle fit. Aber der Sport macht meistens halt nicht Spaß und wir machen es, weil es muss. So, wenn ich jetzt Heilung so verpacke, so das brauchst du, aber ist halt ein bisschen schwer, dann kann die Heilung nicht so nachhaltig werden. Wenn ich aber das verpacke in so, hey, wie können wir eigentlich Spaß haben mit unseren Emotionen, mit der Krone, mit den wilden Tools, um die Kraft zu haben, auch normale Dinge zu machen, die wir halt machen müssen, weil viele denken so, das, was ich mache, ja, dann macht die so eine Wunderheilung. Nee, wir haben Wunderheilung, aber das meiste ist wirklich über einen längeren Zeitraum das Leben zu verändern. Das hat nicht so viel mit zack. Jetzt weiß ich, was du bist, eine Fee. Ja. Wie wirklich im Film so ein Zauberstab, eine Fee und die macht Katsching und dann stehst du da und sagst, hast du einen Wunsch? Genau. Also so ist die Energie. Ja. Und das Einzige, was der Unterschied ist, die Fee macht Zing Zing, Wunsch erfüllt und ich sag dir, du kannst den Wunsch haben, aber es ist nicht immer Ching Ching, sondern es ist wirklich teilweise wirklich Disziplin im Geist, mit dem Körper, alles. Aber du kannst die Heilung haben. Aber du musst was dafür tun. Meistens musst du wirklich was dafür tun. Und diesen Weg zeige ich aber, dass er halt nicht so hart ist, sondern der ist, oh, der kann ich beibleiben. Das macht Spaß. Oh, da kann ich dabei bleiben. Noch weiter. Ich sehe die ersten Heilerfolge. Oh, da kann ich dabei bleiben. Das ist eigentlich meine Aufgabe, die Leute mit meiner Art immer weiterzubringen, dass sie sagen, okay, ich kann weitergehen. Ist gerade schwer, aber ich kann weitergehen. Und da bin ich so die Anführerin mit dem Feenstab und sagt, hier lang. Und das ermächtigt Leute. Irgendwann können sie es nämlich dann alleine, dann brauchen sie mich nicht mehr. Und da will ich hin. Du bist so eine Art Zwischenraum, oder? Du bewegst dich in diesen Zwischenfeldern und bist nicht in dieser formgebundenen Ebene, was ja eigentlich so feste Strukturen und Erwachsenendasein ausmacht. Ich kann gut switchen. Also ich kann die Magie sein in dem anderen Raum, ich kann Leute dahin bringen. Und wenn du mich jetzt aber beim Elternabend erlebst, dann bin ich ganz normal wirklich so, ah, okay, das müssen wir machen für die Kinder, okay, alles gut. Also ich kann switchen und das konnte ich früher nicht. Und ich glaube, ich habe das durch meine eigene Heilungsgeschichte so ein bisschen gelernt. Hey, wann kann ich normal in dieser Welt sein und wann brauchst du aber dieses, oh wow, nee, ich möchte hier mehr, ich möchte Heilung, ich möchte Liebe, ich möchte einfach viel Freude haben. Ich hätte gern noch ein schönes Beispiel, weil ich finde, das ist so wichtig. Wenn wir schon mal hier zusammensitzen, gib uns so viel Glitter, wie es geht. Ja? Diese Armreifengeschichte, da ging es doch um eine Partnerschaft oder generell um Beziehungen im Miteinander, dass wir sie
ja, schöner, glücklicher gestalten, ohne den anderen zu belehren und ihn darauf aufmerksam zu machen, was er falsch macht und wie er ist. Und ja, es will ja keiner. Also wir wollen doch auch nicht so behandelt werden. Ja, was können wir tun? Jetzt sofort. Jetzt sofort. Für die Paar sind wir bei Partnerschaft. Ja, für alle möglichen Beziehungen, wo man sagt gerade, ja, das ist da so schwierig und ich kann mit dem nicht so gut umgehen oder mit den Armreifen, dieses Beispiel. Ja, genau. Also was wir noch machen können, ist, du kannst dir selber was sagen und zum Beispiel, und du musst so Worte wählen, die so ein bisschen magisch sind, wo du sagst, das würde ich normalerweise nicht machen. So, welches Energiefeld kann ich jetzt anlegen? Wichtig ist die Frage, dass du quasi die Frage öffnest, damit du Antworten erhalten kannst. So, welches Energiefeld kann ich jetzt anlegen, um alle mit Liebe zu überschütten zum Beispiel? Und das bringt dich, dadurch, dass du diese Frage aussprichst, du musst sie sprechen, kannst du gar nicht so, sondern wenn du wirklich sagst, hey, welches Energiefeld kann ich jetzt hier anlegen, um alle mit Liebe zu überschütten? Und dann hast du so ein verschmitztes Lächeln und das macht eine Energie. Und diesen zweiten Teil kannst du dir quasi immer wieder austauschen, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt wirklich Rückenschmerzen. Dann sagst du, welches Energiefeld kann ich hier anlegen, um so beweglich wie eine Schlange zu sein. Also du musst immer dieses, wenn du dran drängst, so, das brauche ich. Und dann kannst du es für alles. Wenn du zum Beispiel sagst, vielleicht ein Beispiel noch, weil ja viele auch manchmal so mit Geldthemen. Und wenn du sagst, okay, welches Energiefeld kann ich hier anlegen, um das Geld ganz verführerisch zu mir hinzuziehen? Na, so ein verschmitztes so, Und wenn du diese Frage, ich sag mal morgens, ganz morgens, machst du eine Frage für den Tag, schreibst sie dir auf. Na, welches Energiefeld kann ich anlegen? Und dann das, wo du irgendwie sagst, da will ich mehr von, da bin ich so ein bisschen so, oh, das wäre aber cool. Und dann sagst du dir diese Frage einfach immer, die ganze Zeit, wenn du auf Toilette gehst. Weil das muss man eh machen. Und dann ist das dein Energieanker für diesen Tag. Du musst es nicht extra machen, du musst eh auf Toilette gehen. Und während du dann da sitzt, welche Energiefelder kann ich anlegen, um alle mit Liebe zu überschütten. Und das machst du dann 5, 6 Mal am Tag, je nachdem, wie viel man auf Toilette geht. Und schon änderst du dein Energiefeld und das Und dann gehst du öfters auf die Toilette, weil dann fließt jetzt, alles. Ja, jetzt brauch ich mal wieder so einen Anker, gehst du wieder da und dann holst du dir immer so eine Energiedusche und das macht was mit dir, weil du liebevoller wirst mit dir und mit anderen. Im Grunde sind das ja auch die kleinen Placebos. Genau. Das sind die Placebos, von denen du sprichst. So. Genau. Nur im Grunde geistige kleine Geschenke, die du dir selber machst. Ja. Ist das wirklich Fantasie? Weil du legst ja offensichtlich jede Form von Bewertung ab. Und das ist dieser freie Raum, den ich bei dir spüre. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das so viel Fantasie braucht. Also ich glaube, du könntest wahrscheinlich total aus dem Verstand auch so einen Satz machen. Also mir fallen die halt mittlerweile quasi fast schon alle zu. Ich hätte jetzt 10, aber ich will die halt dann ein bisschen sortieren für die Zuschauer. Aber ich glaube, so viel Fantasie braucht es nicht. Ist auch wirklich Durchhaltevermögen, das auch jeden Tag zu machen. Aber jeder kann das ausprobieren und sagen, okay, ich gebe dem Ganzen jetzt hier, hört sich schräg an, aber ich gebe dem eine Woche und ich mache das. Und auch vorher wieder Skala 1 bis 10. Und dann mal eine Woche diese Sätze machen und dann hinterher schauen, hey, was hat sich verändert? Und dann werden sehr, sehr viele sehr erstaunt sein, was sowas Kleines wirklich auch mit dem Körper macht und auch mit dem Gemüt. Was sagen denn Männer zu deiner Arbeit? Ich meine, du hast ja selbst ein Zuhause und ich kann mir vorstellen, dass viele Männer auch erschlagen sind von diesen, was bietest du Männern? Gibt es da Kurse, wo du sagst, da machen wir jetzt mal nur was für Männer, wo sie sich wirklich auch männlich fühlen, wo sie zurückkommen in ihre Urkraft? Tatsächlich nicht. Na dann. Vielleicht bräuchten wir das. Also wir haben ja auch Männer bei uns in den Kursen und die genießen das voll, auch halt weg vom Kopf zu kommen. Also die, die sich trauen, die genießen das total. Die hören damit auch nicht mehr auf. Ne? Aber man muss diesen ersten Step machen und sich trauen. Aber wenn man das einmal ausprobiert, also die, die reinkommen, ist richtig cool. Ich sag mal, für den, der total verkopft ist und das wirklich, das muss so bleiben. Weil ich meine, Superheldengeschichten oder so, also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, wenn man damit arbeitet. Das geht bestimmt auch. Du bist hier so ein Ritter oder du bist hier so ein, ne? Ja. Oh, also ich habe was für die Männer. Welches Energiefeld kann ich anlegen,
in den nächsten 3 Wochen der absolute Superheld zu sein. Mhm. Ich meine, das macht doch was mit Hulk Hogan, ja. Ja. Ja, aber das ist ja nichts anderes. Letztendlich kannst du, ist ja nur ein Sinnbild dafür, dass wir in jeder Form das nutzen können. Genau. Wenn wir es uns nur vorstellen. Ja, und wenn wir es machen. Das ist wirklich, diese Sätze sind powerful. Also du hast jetzt dein 3-jähriges Jubiläum. Ja, cool. Ja, das feierst du gebührend auch. Mhm. Was erwartet uns? Das ist richtig cool. Vor 3 Jahren habe ich mit diesen 3-Wochen-Kursen ja angefangen. Und da sind schon über 1500 Leute drin gewesen. Und die feiern das so. Und deshalb haben wir so einen richtig coolen Jubiläumsintensivkurs gemacht, wo wir wirklich 3 Wochen auf Gesundheit gucken, auf liebevolle Beziehungen. Und das ist für Männer und für Frauen. Und dann auch immer so diese Freude mit Geld. Weil ganz viele haben da keine guten Gefühle mit. Und das alles zusammen, das wird richtig cool im September. Und da muss man dabei sein, weil dann erlebt man es einfach. Und das ist was anderes, als wenn ich nur Sachen erzähle. Und das finden wir wo? Auf juliagössler.de? Genau. Und ist auch immer hier wahrscheinlich verlinkt, wie immer. Und gleich drauf gehen, weil der fängt dann auch bald an. Und buchen und sich vorfreuen und schon jetzt wissen, wie groß die Veränderung sein wird. Ja, das ist wirklich für jeden erschwinglich. Es ist ja eigentlich ein Schnäppchen, da einfach mal reinzuschnuppern. Unbedingt. Also diesmal ist es wirklich so, wir haben den Jubiläumspreis. Ja. Da kann jeder nur sagen, okay, muss ich. Ja. Also es ist im Grunde eine Heilungsreise, eine Party, ein Geburtstag. Ja, es ist ein Grillnachmittag im Geiste. So mit Luftschlangen und so. Ich stelle mir das so wirklich vor und ich habe Lust, dich auch live zu erleben auf dem Welt im Wandel-Kongress. Als Speakerin machst du da auch gerade eine, ich sag mal, krasse Karriere. Ja. Ja? Was erwartet uns dort mit dir auf der Bühne? Das wird richtig cool. Also ich freue mich so auf diesen Kongress. Und es wird die 3 Geheimnisse übers Heilen geben, die bis jetzt noch keiner kennt. Also es wird magisch, es wird total augenöffnend. Und ich glaube, der Welt im Wandel-Kongress, da sind ja so viele. Also wer da nicht hinkommt, das weiß ich auch nicht. Da muss man ja hin. Es ist wirklich, also ich freue mich so. Und wenn ich so sehe, wer noch alles dabei ist, das wird richtig gut und herrlich. Also die jetzt Lust haben, Julia live zu sehen, was sollen die mitbringen? Ein Krönchen. Ein Krönchen, dann weiß ich, wer wegen mir kommt. Das wäre schon cool. Das wäre doch mal. Also ich finde, wer wegen mir kommt, sollte ein Krönchen mitbringen. Ja, und dann machen wir Heilung mit der Krone. Für die, die es mithaben. Für die anderen finde ich auch einen Weg. Aber das wäre cool, ja. Dann sitzen da so welche mit der Krone. Kann ich sagen, ja, cool. Ja. Julia, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns hast reinschauen lassen in deinen Wunderkasten der Magie. Für mich bist du eine Entertainerin. Ja, gehört dazu. Der Heilung. Ja. Genau. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf den Welt im Wandel-Kongress und natürlich auf euch. Ja, und dann lassen wir es dort rocken oder platzen. Tschüss und bis bald.